Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute einen absoluten Stargast bei mir und der hat ein phänomenales Paket als Gewinn mitgebracht. Insofern nichts verpassen und genau jetzt dranbleiben. Bis gleich. Einen ganz wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zu euch nach Hause. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt schon einen Kaffee fertig gemacht und euch vielleicht zurück ins Bett verkrübelt oder sitzt auf dem Sofa. Ich bin nämlich sehr, sehr happy. Diesen Gast, den ich euch heute vorstellen darf, da habe ich ein Jahr richtig dran rumgebaggert, dass er heute mal zu mir in die Sendung kommt. Nein, es hat vorher einfach noch nicht geklappt, aber ich bin super happy und dankbar, dass er heute Morgen hier ist. Guten Morgen, Sebastian Böhm. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Alle. Guten Morgen. Ja, ich freue mich auch. Es hat endlich geklappt und du hast recht, es ist fast ein Jahr jetzt her, ne? Ja, du bist wirklich jetzt schon eine Zeit beim Channel und ich bin ganz dankbar tatsächlich, dass du unser Team hier so bereicherst und unsere Channel-Familie, weil ich finde, es gibt wenige Leute bei uns, die so, ja, wirklich krass inspirierend sind wie du auch als Person. Erzähl doch nochmal von dir, Sebastian, wie ist das überhaupt bei dir alles losgegangen? Wie ist das entstanden? Was war so dein erster Job, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, das könnte hier mal was richtig Großes werden? Also ich habe ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht gemacht für die erste Reihe. Nein. Nein, überhaupt nicht. Okay, ne? Das glaube ich. Nee, wirklich. Ich bin eigentlich ein total zurückhaltender und sehr, sehr introvertierter Mensch. Also introvertiert im positiven Sinne. Ich mag das gerne, meine Ruhe zu haben. Mhm. Und ich habe mich ja schon immer sozusagen selber expressed und habe in der ersten Klasse angefangen, Make-up zu benutzen. Meine Mama hat mich auf eine Kosmetikerschule mitgeschliffen. Da habe ich dann gelernt, wie man das mit den Formen und mit den Farben macht und habe das dann einfach gemacht, aber gar nicht mal irgendwie aus ja, so sexuellen Gründen oder so, dass ich gedacht habe, ich möchte später mal mit Jungs zusammen sein, sondern ich habe es gemacht, weil ich die Ästhetik dahinter einfach toll fand. Mhm. Bei Männern, bei Frauen, ob das jetzt zum Beispiel Boy George war oder George Michael oder Madonna oder wie sie früher alle hießen, das waren ja alles so Inspirationen für mich, auch Michael Jackson. Und dann habe ich das gemacht und habe das gelebt und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, Friseur zu werden. Und dann merkte ich relativ schnell, dass die Leute ein gewisses Grundvertrauen zu mir entwickeln, obwohl sie noch gar nicht gesehen haben, was ich gemacht habe. Einfach nur, weil ich mich selber dargestellt habe. So, und das haben wir dann gemacht und dann gab es den einen oder anderen prominenten Kunden, den ich plötzlich hatte, geschuldet aus der Stadt, aus der ich komme sozusagen, machte ruhig. Da gab es dann so eine Pop-Sensation auf einmal und plötzlich wurde die Presse auf mich aufmerksam. Mhm. Und dann rief mich ein junger Mann an, der dann sagte, hallo, mein Name ist so und so, hast du nicht Lust, ich würde dich managen? Ich habe immer gedacht, naja, also, wozu brauche ich denn einen Manager? Das braucht doch kein Mensch. Da schau ich doch alleine. Der, eben drum. Ja. Der ist bis heute an meiner Seite. Mhm. Und mit dem zusammen bin ich diese Reise bis hierher gegangen. Und heute sitze ich auf deinem blauen Sofa. Ja, ich finde das ganz, 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 ganz toll, dass du da bist. Und ich finde es auch so toll und deswegen kann ich das auch so gut nachvollziehen. Und deswegen ist es bei dir auch so authentisch, weil du hast auch vorhin zu mir gesagt, jeden Tag sich fertig zu machen und eben toll zu schminken und toll geschminkt aus dem Haus zu gehen, das kostet auch einfach, das ist einfach ja, nicht nur eine große Arbeit, sondern das ist natürlich auch immer ein Angehen jeden Morgen. Ne? Oder sagst du, das geht dir ganz easy von der Hand? Nein. Wie lange brauchst du das so immer? Naja, also wenn ich ganz schnell bin, dann bin ich in 45 Minuten fertig, dann sehe ich aber aus wie eine Schippe Mist. Und wenn ich mir wirklich Mühe gebe, so wie heute, dann bin ich so 2 Stunden unterwegs. Aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt ein Satz, der hört sich komisch an, aber ich sag's mal trotzdem, es ist nicht immer einfach, Sebastian Böhm zu sein. Wirklich, weil du musst das ist der beste Werbeclip. Ist wirklich so, weil die Leute haben eine Erwartungshaltung und also ich kann mich total gut ohne Make-up akzeptieren und mein Umfeld und die Menschen, die mir wichtig sind, die zu mir in den Spiegel, die mich sehen und wenn ich in den Spiegel gucke, die sagen, Basti, wir lieben dich so, wie du bist und ich liebe mich auch so, wie ich bin. Aber ich habe das eben auch total gerne, mich auszudrücken. Und wenn ich zum Beispiel abends auf einer Party bin, dann habe ich total Lust, stärkere Augen zu haben. Wenn ich morgens aufstehe und ich möchte ein bisschen wacher aussehen, dann mache ich mir was unter das Auge. Und so kannst du jeden Tag mit deinem Gesicht spielen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Ja, aber ich finde es trotzdem immer total faszinierend, weil ihr wisst es ganz genau, ihr seht mich jede Woche. Ich kriege ja hier immer keinen Styling vor der Show, deswegen muss ich mich immer selber schminken. Und das Einzige bei meiner Routine, wenn ich mich morgens fertig mache, ist, dass ich mir Lippenstift auftrage, einmal das Gesicht wasche, dann eine Tagescreme auftrage und tatsächlich
jetzt im Moment sonst immer Mascara benutzen müsste, weil meine Wimperndame im Urlaub ist, wie man auch sieht. Und ich habe eigentlich keine mehr. Insofern, Basti, darf ich hier einmal hingreifen? Ja, ich guck mal kurz. Und ich werde das schon mal direkt, ich werde das jetzt einfach mal auftragen. Ich hole mir mal einen Spiegel. Mach das. Erzähl du doch mal weiter. Na, währenddessen kann ich erst mal sagen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, also was Sie nicht sehen, was ich in Natura sehe, ist, dass unsere Luisa natürlich von Gott gesegnet ist, weil sie hat nämlich eine unverschämt gute Haut. Das habe ich eben auch schon gesagt. Also nicht nur über die Kamera, sondern auch tatsächlich in Natura siehst du auch wahnsinnig gut aus. Und dafür, dass es ich jetzt liebe so dich. Früh kommst ist, du nächste Woche wieder, Sebastian? Einfach nur, um das zu sagen, das mache ich. Das ist kein Problem. Nein, aber sieht wirklich gut aus. Und hier mal eben schnell die Haare zusammengeduttet und die Lippen gemacht. Da gehört auch was dazu, ne? So. Ihr seid so süß. Jetzt guck mal, jetzt macht sie hier schon mal mit Mascara. Ja, ich habe nämlich auch gehört, der ist gerade im Angebot. Der ist gerade im Angebot und... Ah, Zweier-Set, was war das in der Emi? Sag noch mal. 17,99. Ja. Oh, ich hab 39, das ist aber echt gut. Dramatic Mascara. Deep Black, also nicht einfach nur schwarz, sondern wirklich tiefschwarz. Und die gute Nachricht ist, der ist so ein bisschen, das sieht man jetzt ganz toll in der Kamera, der ist so ein bisschen konisch geformt, der wird vorne ein bisschen spitzer, dass man eben auch ein bisschen mehr reinkommt, ohne, ich sag's mal, cool, ohne ja, diese Fliegenschiss überall zu haben. Ja, dass du überall gleich verschmiert hast. Richtig, ne? Genau. Und guck mal, die Nahaufnahme geht bei dir auch, Luisa, ich sag's dir. Oh, läuft bei mir heute. Läuft bei mir, mega Wochenende. Besser Sonntag seit langem. Nein, und Mascara ist ein Riesenthema. Wir hatten das schon vor der Corona-Zeit, aber jetzt für die Zeit, wo wir viele Masken tragen müssen, sind die Augen umso wichtiger, ne? Machst du auch, du hast aber, nee, du hast, hast du gesetzte Wimpern, aber klebst alles. Du die immer? Ich habe, okay. Ich habe alles. Ich habe gesetzte Wimpern. Ich habe einen Wimpernartist, der Toni, der ist sozusagen... Mein eigener Wimpernartist, das möchte ich auch haben. Der Mensch fürs Auge. Allerdings mag ich... Der Mensch fürs Grobe. Mag ich das sehr, wenn man das ein bisschen dramatischer noch sieht. Deswegen benutze ich den Dramatic Mascara und ich klebe tatsächlich auch noch dazu. Ja. Ich kann dir auch gar nicht erklären, warum, aber ich mag es einfach. Oh, kann ich auch erklären. Ich bin echt so ein Profi. Wisst ihr noch, wie ich letztens von Christian Materne die Creme über mein Make-up aufgetragen habe und dann ist mein ganzes Gesicht weiß geworden an der Stelle. Das hätte ich dir aber auch sagen können. Ja. Ach so, ja, Entschuldigung. Jetzt haben wir uns wieder ganz verquatscht. Wir haben natürlich heute einen Gewinn für euch und den sollen wir mal am Anfang der Sendung bringen. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal darüber. Was hast du als, du hast ja als Gewinn hier so ein ganzes Package mitgebracht. Ja, guck mal, richtig geil. Ich raste aus. Also erstmal haben wir hier heute, also richtig zwei richtig gute, ich muss das mal kurz ordnen, zwei richtig gute Sachen. Einmal haben wir aus der Creative Art Creative Serie das Wusch Haarspray, was ein absolutes Highlight ist. Dieses Haarspray wurde öfter verkauft als die CD Atemlos von Helene Fischer vertrieben wurde. Nein, krass. Kein Witz. Also wenn es eine CD wäre, hätte ich fünffach Platin. Kein Witz. Das ist wirklich wir haben über 3 Millionen Mal dieses Haarspray krass untergebracht. Das ist richtig, richtig gut. Sind wir sehr, sehr stolz. Und wir haben aus der Seitenglanz-Serie einmal hier das Seitenglanz-Shampoo, wo sozusagen auch gleich der Conditioner mit drin ist. Und wir haben hier einen Styling-Schaum. Nicht nur sozusagen der Festiger fürs nasse Haar, sondern eben auch zum Restylen. Wenn es mal irgendwie schnell gehen muss, mal zum ins Haare reinkneten. Das Ganze hat einen lockeren Wert von 90 Euro, vielleicht sogar knapp 100 Euro. Und das ist, finde ich, ein richtig toller Gewinn. Wow. Mhm. Krass. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Package, was von Herzen zu euch nach Hause kommt. Und was ihr dazu tun dürft, nämlich heute kommentieren unten in unserer Facebook-Timeline, ja. Achso, ich höre gerade, ja, da haben wir Daniela vergessen. Das tut mir leid, ich habe schon wieder darauf vergessen, aufmerksam zu machen. Daniela ist noch im Urlaub, aber wir versuchen das zu überspielen. Wir schicken ihr ganz, ganz liebe Grüße. Genieß es, Daniela, deinen Urlaub ganz in Ruhe und nächste Woche natürlich wieder für euch da. Deswegen müssen wir uns heute, beziehungsweise Christian Materne hat ihren Platz eingenommen, unser kleiner Pappaufsteller. Wie still der halten kann, ist ja auch irre. Ja, ne, oder? Wahnsinn. Der ist richtig freeze, richtig eingefroren. Deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, was ja ihr nämlich heute kommentieren dürft. Verrat doch mal bitte, was naja dürfen heute unsere Zuschauer kommentieren? Also es geht ja um Haarprodukte, deswegen interessiert ja uns brennend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, welche sozusagen die kreativste Haarroutine in der Früh ist. Also direkt das, was Sie nach dem Aufstehen zu Hause machen. Also kämmt ihr zuerst, wascht ihr zuerst, föhnt ihr es, dreht ihr es ein oder die lustigste oder vielleicht auch die kreativste Haarroutine, das wäre sozusagen heute unser, wie sagt man, unser... Ja, unsere Teilnahmebedingung. Unsere Teilnahmebedingung. Genau. 1, 2, 3, der Hase läuft. Ich überlege die ganze Zeit, was meine Haarroutine ist. Ich glaube, einfach Dutt machen. Erstmal alles zum
Dutt hochdödeln und Kaffee anstellen. Ich vermeide ja die ersten 45 Minuten Spiegelt morgens, ne? Weil ich habe gedacht, ich habe das wirklich, ich habe das, wenn ich morgens von Spiegel gehe, direkt nach dem Aufstehen, ich frage mich überhaupt, wie das mein Partner mit mir aushält die ganze Zeit, weil ich sehe wirklich aus wie eine Kiste. Wer ist dieser Mann? Ich sehe aus, ob ich mit einem Blitzknaller gekämpft wurde. Alle, in alle Richtungen, die Haare wirklich, wirklich. Ja, geil. Und ich habe auch einmal mich ganz barbarisch erschreckt. Ich sehe auch ein bisschen aus wie meine eigene Oma morgens. Nein, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Doch, und die ist schon fast 10 Jahre tot. Also das heißt was. Ja. Ich sage euch eins, also das ist nicht gut. Das Erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich kaltes Wasser, darauf schwöre ich. Ne? Und ich bin total oldschool. Ich packe abends in den Tiefkühler einen Löffel rein. Kennst du das noch? Für die Augen? Ja. Ja. Ich liebe das. Ich finde das auch ganz toll. Eine Freundin von mir, die macht das immer mit Eiswürfeln morgens erstmal, dass sie wach wird. Und ich habe das jetzt von ihr auch abgeguckt. Eiswürfel finde ich natürlich auch geil, aber dann hast du wahrscheinlich sehr viel Wasser im Gesicht. Komplett. Ja. Dann brauchst du nicht mehr waschen. Ne? Hast nee. Also. Aber es ist tatsächlich, wie Sebastian schon gesagt hat, es ist total wichtig, sich morgens immer schon mal fertig zu machen, bevor man aus dem Haus geht. Ich bin nämlich letztens mit meinem Hund Bruno rausgegangen und bin in den Wald und hatte weder die Haare gemacht, hatte noch nicht die Zähne geputzt und hatte mich gerade nur einmal irgendwas über geworfen und dann kam ein total attraktiver Mann mit seinem Hund mir entgegen. Das ist ja der absolute Worst Case für mich, ne? Stell dir ja, das mal vor. Ja, und dann stand er vor mir und hat die ganze Zeit mit mir geredet und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann geht der Fußboden auf? Also ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Und dann ist mir 2 Tage später nochmal passiert und dann sagte mein bester Freund, Luisa, es ist nicht so schlimm, wenn er dich dann irgendwann nochmal abends auf einer Veranstaltung trifft, er wird sich wundern. Wo ich mir denke, okay, ich weiß nicht, was besser ist. Schrecklich kennenlernen, besser überrascht werden oder ich anders. Ich glaube, so rum ist besser. Man weiß ja zumindest schon, was ihn erwartet am nächsten Morgen, weißt du? Wobei ich das ja früher ganz anders gemacht habe. Ich habe mir früher sozusagen... Wie so ein Wecker gestellt? Na, ich bin eher aufgestanden. Als der andere. Na, aber 100%. Ja, und erst mal schminken, fertig gemacht. Aber 100%. Ja, ich auch. Nicht. Nee, ich wichs nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer Lipgloss neben dem Bett zu liegen. Ja, ich fand das auch ganz schlimm. Ich habe immer gedacht, oh Gott, lernst einen Typen kennen, triffst dich mit dem, ne, wachst am nächsten Morgen auf und dann hast du genau, so, weißt du, Luisa, genau deswegen so Mund, ich so eine Haare. Die so. Leute müssen unbedingt, das ist ja das, was ich seit Jahren nicht nur predige, sondern wo ich ja, ich habe eine Mission. Meine Mission ist ja, Deutschland nicht schöner zu machen und die Menschen nicht schöner zu machen. Aber schön sind sie ja theoretisch von alleine. Ich will sie glücklicher machen. Das ist meine Mission. Aber da gehört natürlich auch dazu, dass man sich diszipliniert. Mhm. Und ich verstehe das total, wenn man mal so einen richtigen Kacktag hat, jetzt habe ich es gesagt, ne? So einen richtigen Tag hat, wo du denkst, oh nein, ich schaff's nicht, ne? So, aber wie geil ist es, wenn du rausgehst, du hast die schönsten Haare der Welt, das schönste Make-up der Welt, für deine Begriffe, die schönste Klamotte der Welt und dann guck dir, und wenn es nur eine Person ist hinterher, dann hast du doch schon 1000% Bestätigung, oder? Ja. Und deswegen sage ich eigentlich immer so ein bisschen, ach kommt Leute, lasst mal so die Zeiten, wo man jetzt nicht sich gekämmt hat oder so, die sind lange vorbei. Ich denke mal so die 20er und die 50er und 70er, wie die Frauen aussahen, ne? Mhm. Solche Toupagen und immer hier 50er Jahre, der Lidstrich hat immer. Und dann denke ich, ich will so ein bisschen zurück, ne? Ja, es ist schon schön, ne? Deswegen bin ich, glaube ich, so ein Fan auch von alten Filmen, weil ich das einfach immer bewundernswert finde, was für eine Kontinuität die in ihrer Tagespflege und in ihrem ganzen Auftreten hatten. Das sind halt einfach noch richtige Damen, richtige Frauen. Wirklich schön. Was hast du denn, hast du auch schon sagst, wo du sagst, du hast so Damen oder Persönlichkeiten im Salon kennengelernt oder auch kennenlernen dürfen, wo du sagst, die haben dich echt überrascht, weil das einfach so tolle Persönlichkeiten waren? Also eine der krassesten Persönlichkeiten, die mich wirklich überrascht hat, da muss ich aber kurz ausholen, haben wir ein paar Minuten? Ich muss kurz ausholen. Ich bin gebucht worden für eine prominente Person. Zu dem Zeitpunkt wusste ich den Namen noch nicht. Ich bin gebucht worden für eine prominente Frau und ich habe Aufgabe gekriegt gehabt, was ich alles einstecken muss. Extensions, Bürsten, dies, das alles so. Werde ich nie vergessen. Wir schreiben das Jahr 2000, habe ich vergessen. Echo-Verleihung Palais am Funkturm in Berlin. Ich war gebucht für irgendjemanden. So, ich dahin. Es gab Ansagen, nur weiße Klamotten, du musst es gut riechen, du durftest vorher keine Zigarette rauchen, damit du nicht den kalten Rauch riechst. Nichts Klimpernes, keine Klackerschuhe, nichts, gar nichts. Ich das auch alles artig unterschrieben, dann komme ich in den Raum rein und plötzlich sitzt Jennifer Lopez vor mir. Nein. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Jennifer Lopez, die wird mich zerpflücken. Man hat ja immer mal was gehört über sie, ne? Ja. Sie ist genau so eine Diva und so weiter. Und dann komme ich da hin und dann sitzt da so eine 1,70 Meter kleine süße Frau mit einem etwas dickeren Puppes in Schlabberklamotten
Die guckte mich an, hat sich schockverliebt in mich. Und gesagt, weißt du, was wir jetzt als allererstes erstmal machen, ist, wir gehen erstmal nach rauchen. Und dann hatten wir die unwirklichste Situation der Welt. Dann bin ich mit Jennifer Lopez im Palais am Funkturm, einer Entourage von bestimmt 25 Bodyguards Menschen. Sind da ja. Bodyguards, PR-Agenten, eigene Fotografin, eigenes Kamerateam, weiß der Kuckuck was. Bin ich erstmal in den Hintereingang vom Palais und habe, also es hätte bloß noch die brennende Mülltonne gefehlt, da wäre wirklich Jenny from the Block gewesen. Und habe mit Jennifer Lopez erstmal eine geraucht. Und diese Persönlichkeit hat mich maßgeblich beeindruckt, weil sie eben überhaupt nicht so war, wie die Leute sie verkauft haben. Sondern das war eine ganz tolle, ganz süße, sehr nahbare Frau. Und wo ich den größten Schocker hatte, war, da war ich auf einem anderen Sender und da hatte ich eine gemeinsame Sendung mit Joan Collins. Mhm. Das Biest aus dem, Achtung, Denver Klang, glaube ich. Mhm. So, die ist ja nur 1,10 Meter hoch, hat aber 80 cm High Heels an. So, dann kommen ungefähr 50 cm Haare. Ihr Mann ist ihr Friseur. Ist kein Witz. Der sieht aus wie der Hausmeister. Ist auch 1,10 Meter groß. Auch 1 Meter. Dann hat er die so. Und es war klar, dass Joan Collins und ich zusammen die Sendung hatten. Ich hatte moderiert und sie hat ein Parfüm vorgestellt. Und dann hatten wir ein kurzes Vorgespräch. Vorher gab es einen Vertrag. Überschrift des Vertrages. Gott, das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich erzähle es trotzdem. Don't cross my energy. Du durftest nichts machen, um ihre Energie sozusagen zu was auch immer. Und dann habe ich, die stand vor mir mit einem Glas, so mit einem Glas Wasser, hat ihr ein Glas Wasser getrunken. Und ich so, und jetzt haben wir gleich die Sendung. Und dann drückte die mir das Glas in der Hand. So nach dem Motto, bring mal die weg. Die hat bis zur Sendung geglaubt, dass ich ihr Kellner bin. Das ist kein Witz. Aber das hat und das war wirklich eine beeindruckende Frau. Viel gemacht im Gesicht, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Mhm. Ein bisschen zu viel, aber beeindruckende Frau, die hat eine tolle Schauspielerin, kann man nicht sagen. Und sie ist ja auch gay-iconic, ne? Also sie ist ja eine Schwulen-Ikone. Aber die war schon ein Biest auch. Also wie die mit den Leuten umgegangen ist, da habe ich gedacht, alter Schwede. Also, und das waren so zwei Momente, wo ich gedacht habe, das war sehr, sehr beeindruckend. Was ich vorhin noch gedacht habe, das muss ich dich auch mal fragen, weil ich habe selber Kinder und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die Kinder haben und die kommen ja teilweise nach Hause und haben inzwischen alle auch andere Bezeichnungen. Der eine ist Pan, der andere ist schwul, der andere ist lesbisch, der eine ist dies, der andere ist das. Hättest du dir manchmal gewünscht, dass das früher, als du quasi so klein, sag ich jetzt mal 10, 11 warst, dass es auch schon so gewesen wäre, dass wirklich auch selbst die Eltern alle schon so total, ich sag mal, total open-minded, aber sind ja auch viele immer noch nicht. Aber dass das irgendwie ein anderes Thema gewesen war, war das damals für dich noch anders? Oder war das waren deine Eltern alle um dich herum auch so cool, dass sie gesagt haben, scheiß der Hund drauf, easy? Also meine Eltern waren cool, kann ich dir gleich was zu erzählen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es damals nicht so hatte wie heute. Mhm. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde heute gar nicht mehr klarkommen. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mein Outing mit 21 gehabt. Und ich bin ja auch bisexuell. Relativ spät auch. Ja, ja, ne? Ich war vorher mit Frauen zusammen. Ja. Ich finde Frauen übrigens immer noch sehr attraktiv und könnte mich auch theoretisch in eine Frau verlieben. Weil ich ja nicht schwul bin, sondern ich bin ja bisexuell, für meine Begriffe. Mhm. Ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe das dann irgendwie mitgekriegt. Und meine Mutter hat dann bloß den Kopf geschüttelt und gesagt, naja, also Sebastian, was erwartest du? Ich bin deine Mutter. Ich wusste das schon, da wusstest du es noch nicht mal. So, und aber vorher hatte ich ein paar. Und dann war das Thema durch. Fall erledigt. Das war die coolste Art, damit umzugehen. Mein Papa genau das Gleiche. Heute komme ich nicht mehr hinterher. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade CSD moderiert und da gab es auch so das Thema mit den Flaggen und so weiter. Ne? Wir kennen alle diese Rainbow-Flagge, aber es gibt 281 verschiedene Flaggen für 281 unterschiedliche Geschlechterdarstellungen und Sexualität. Ja, ich bin da auch total überfordert mit. Und ich glaube, dass die jungen Menschen es heute viel schwieriger haben, als ich es hatte. Mhm. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich glaube, ich möchte mit einem Jungen nach Hause kommen. Und damit war das Thema erledigt. Heute sind sie pansexuell, transsexuell, intersexuell, geschlechtsneutral, genderfluid, schwul, lesbisch, bi, irgendwas dazwischen. Man weiß ja gar nicht mehr, wohin. Mhm. Aber weißt du, die Problematik ist, und ich betrachte das, also jeder soll das machen, wozu er Lust hat. Ich glaube, dass es richtig ist, dass es diese Möglichkeiten für die jungen Menschen gibt. Aber ich glaube, die Politik ist ein bisschen gefragt, das ein bisschen zu vereinfachen. Weil wenn ich 14 heute wäre, und ich bin in irgendeiner Identitätskrise und dann gucke ich auf diese 281 verschiedenen Flaggen. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich wählen würde. Also ich würde es ein bisschen vereinfachen. Mhm. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir, dass vor allem unsere Generation, ich glaube, wir sind beide im, oh Gott, jetzt mal Fettnäpfchen, sind wir beide im gleichen Alter? Ich weiß es gar nicht. Sag mal, wie alt du bist, sag mal. Nein, sag mal. Ich bin bestimmt älter, ich bin 36. Nee, wir sind voll das gleiche Alter. Ja? Ich meine, ich sehe aus wie 19, aber ja. Nein, ich bin 35. Ach so. Mhm. Ja, okay. Aber wir sind die. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, der ist 25. Pass auf.
deine Eltern, meine Eltern, sind die Stonewall-Generation. Mhm. Das sind die, die in den 50ern, 60ern und 70ern für uns alles gerichtet haben. Wir, das hört sich jetzt total theatralisch an, was ich sage, aber unsere Generation, wir müssen das Erbe fortführen. Mhm. Unsere Aufgabe ist es, den jetzt Jüngeren, deinen Kindern mitzuteilen, es ist völlig okay, wie du bist, egal wie du bist. Weil nur wenn du dich gut fühlst, wie du bist, ist alles in Ordnung. Das ist unser Job. Und unser Job ist, diese Werte zu vermitteln an die jungen Menschen, die in 10, 15 Jahren diese Werte auch weitervermitteln. Und die auch wieder weitergeben müssen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, da fand ich auch für mich, ich liebe einfach sie. Conchita Wurst war für mich immer ein, also ich, offensichtlich bin ich ein Mensch, der sehr modeverliebt ist. Und ich durfte sie hier auf dem Opernball erleben. Da hat sie performt und gesungen und das war ein Opernball zum Thema Österreich und ich liebe einfach ihre Outfits, ich liebe diesen Look, ich mag das Modische total, ich finde sie da ein tolles Gefühl für. Ihr seid lange auch schon bekannt und unterwegs. Wie sieht euer gemeinsames Leben aus? Tauscht ihr euch manchmal noch aus? Seht ihr euch ab und an? Also wir schreiben fast jeden Tag über Instagram mindestens. Sie hat mit einer befreundeten Drag Queen von mir einen Podcast, der heißt Bartschatten. Kurzwerbung gemacht, das ist sehr, sehr witzig. Yeah. Dort wird mit Barbie Breakout, es gibt eine Serie. Also wie der Bartschatten, genau. Oder das Bart? Nein, nein, schon. Bartschatten. Und zwar gibt es ja RuPaul's Drag Race in UK und USA und die beiden werten die Folgen aus. Großartig, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, cool, Conchita alias Tom ist für mich der größte Star, den wir haben. Weltweit. Ich sag dir auch warum. Conchita hat. Also ich bin nicht sensibel, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Als die den ESC gewonnen hat, die Arme hochgerissen, ich komme direkt Gänsehaut, die Arme hochgerissen hat und geschrien hat, we are unstoppable, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, endlich sagt's wer. Wir tun niemandem irgendwas. Am Ende, ich reduziere es jetzt ganz brutal runter, es ist ein Mann in Frauenklamotten mit einer tollen Perücke und einem Bart. Es zählt aber überhaupt nicht, weißt du, warum es nicht zählt? Ja. Weil sie mit ihrer Performance und ihrer Stimme abgeliefert hat. Und sie ist für mich bis heute der größte Star. Deswegen war die auch in den Videos von Gaga drin. Die hat ja mit Leuten performt, da fällst du um. Die ist ja als das Gesicht für Lagerfeld gewesen. Hat sich fotografieren lassen. Jean-Paul Gaultier hat die, ich glaube, 3 Saison lang, Achtung, Wortwitz, verwurstet. Ja, hat alles an der... So, und ich habe gedacht, die ist richtig. Und wenn du die dann kennenlernst, Tom, also wenn du Tom kennenlernst oder wenn du Conchita kennenlernst, beides fast identische Charaktere, dann steht vor dir eine ganz zarte Person, mit einer Aura, mit einer Ausstrahlung, wo ich sage, das ist für mich, die hat für mich 100% Star-Appeal. 100%. Ich liebe sie. So, Lippenbekenntnisse. Conchi, wenn du das jetzt siehst, ich liebe dich sehr. Ich find's auch total schön. Krieg echt Gänsehaut, weil sie damals, als sie gesungen hat, es war einfach, mir sind nur die Tränen gelaufen. Also es war so, so kraftvoll, es war so schön. Und ja, umso schön, dass du das auch so bestätigen kannst und das genau siehst. Ich finde, ihr habt natürlich auch ein bisschen Ähnlichkeit. Findest du? Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Aber es sind die lange. Ich werde ganz oft als Conchita identifiziert, ganz oft. Doch, wir haben uns da auch schon mal irgendwie einen Witz rausgemacht und ich habe dann mal zu Conchi gesagt, ich glaube, es gibt Schlimmeres, als Conchita bezeichnet zu werden. Ne? Und deswegen nehme ich das dann auch so an, aber die meisten erkennen dann relativ schnell, wenn ich sage, soll ich mal was vorsingen, weil ich kann nämlich null singen. dann merken sie immer schnell, dass ich Conchita bin. Aber übrigens eine Sache noch. Ich frage dich jetzt nicht, ob du den Phönix aus der Asche singst. Auf gar keinen Fall. Aber Beyoncé Knowles, hat mal in einem Interview mit dem Billboard-Magazin gesagt, es gibt nur eine Person auf dieser Welt, die Rise Like a Phoenix singen kann, das ist Conchita Wurst. Alle anderen können es nicht. Und das stimmt. Krass. Weil das tonal betrachtet eine absolute, also Whitney könnte es vielleicht noch, Gott hab sie selig, die hätte es vielleicht noch gemacht. Aber ansonsten, die ist schon, und die wird ihren Weg gehen. Und du wirst sehen, in 20, 30 Jahren wird die einer der größten Stars der Welt sein. Bin ich fest von überzeugt. Krass. Liebe die sehr. Ja. Oh Gott. Ich kriege übrigens ganz so Ärger. Ich werde, glaube ich, entlassen nach dieser Sendung. Wir haben so hardcore überzogen. Oh Gott. Aber ist mir total egal. Wir machen noch ein bisschen weiter. Nein, wir machen jetzt erstmal das Gewinnspiel natürlich von letzter Woche. Das müssen wir auslosen. Ja. Letzte Woche haben wir nämlich das Kochbuch Verkochen. Hier, ich hoffe, jetzt fallen nicht überall hier meine Mikrofone hinten aus meiner Unterhose raus. So. Du darfst einmal bitte reingreifen. Ohne gucken wahrscheinlich. Ohne gucken, genau. Zieh mal irgendjemanden da raus. Und dann gucken wir, wer das ist. Genau, kannst du aufmachen, in die Kamera zeigen. Und dann gucken wir in mal, welche denn in die 3?
In genau. Die zwei. Ah, in die zwei. Genau, zu Flo. Herzlichen Glückwunsch an die Andrea Triebel. Oh, so schön. Die ist auch immer morgens mit dabei. Wir freuen uns ganz, ganz herzlich, Andrea, du Liebe. Du bekommst das Kochbuch zu dir nach Hause und natürlich auch die Channel 21 Tasse, damit du guten Morgen noch besser mal mit in den Start, in den Tag starten kannst. Du warst jetzt letzte Woche bei uns mit dem ADT schon Montag. Mhm. Jetzt dieses Wochenende nicht mehr unterwegs. Aber schaut natürlich auch bitte immer bei uns noch mal bei www.channel21 online auch rein. Was ich bei dir mal noch wissen wollte, auch erstes Tattoo. Was war dein erstes Tattoo? Das kann ich nicht sagen. Um Gottes Willen, das kann ich wirklich nicht sagen. Das sage ich meins auch. Also pass auf, haben wir noch eine Minute, ganz ja, kurz. Klar. Ja klar. Die Regie dreht es durch. Das mein ist erstes Tattoo. Nein, die freuen sich alle. Ich habe meinen ersten Urlaub gemacht ohne meine Eltern. Ich war 14. Achtung auf Malle. Mit meiner damaligen Freundin zusammen, wir hatten Geld gespart und so und wollten richtig Ballermann. So. Und dann, wie das so ist, ein Tattoo-Studio. Irgendein random Tattoo-Studio gefunden. Ich da rein, auf den Bauch gelegt, weil ich es an der Wade gekriegt habe. Ich zeig's auch. Nee, ich krieg das, glaube ich, nicht hoch mit der Röhre. Ist nicht hoch, ne? Obwohl, warte mal. Ich kann das, glaube ich, gleich mal zeigen. Und das erste Tattoo, pass auf. Und dann denke ich, während ich da so liege, was wird denn so schwer auf meinem Rücken? Irgendwas ganz Schweres war auf meinem Rücken. Und es fühlte sich so nass an. Oh dann gucke ich nach links hinten und dann war über mir eine 3,5 Meter lange gelbe Python. Das war das Haustier von dem Tätowierer. Um Gottes Willen. Mein Tätowierer, rotzevoll, darf man das sagen? Ja, klar. Völlig betrunken. Jetzt bin ich noch mehr gespannt auf das Tattoo. Guck mal hier. Es ist ein Ansatz, ich kann es nicht hören. Nein, du kriegst gar nicht. Es sollte ein Tribal sein. Na ja, also es sieht aus wie eine Krampfader. Guck mal, das ist nicht schön. Jungs und Mädels, wenn ihr hier zuguckt, guckt, macht mit 14 nicht so einen Scheiß. Das war mein erstes Tattoo. Und jetzt du. Ja, ich bin tatsächlich, ich war mit einem Schweizer durchgebrannt, auch mit 15, bin dann zu dem in die Schweiz gegangen und hatte dann auf der Hochzeit meines Vaters, als er das zweite Mal geheiratet hat, hatten wir auch so Tischkärtchen, wo dann so, weil er hat eine Perserin geheiratet, wo halt die Namen auf Perse standen und dann habe ich mir, das kann ich halt jetzt leider, also doch, kann ich es euch zeigen? Ich mach das jetzt einfach. Und dann habe ich mir hier, guck mal, dann habe ich mir hier den Namen stechen lassen, ne? Meines damaligen Freundes, wir waren, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 4 Monate zusammen. Scheiße. Und da steht halt jetzt jemand, der schon ganz lange nicht mehr da ist. Aber für alle anderen Freunde, die danach kamen und meinen Mann, die denken alle, das ist mein Familienname. Ich sag dann immer, das heißt Schmidt. Oder ewiges Glück ich hieß oder ja Schmidt sowas. Damals, ne, auch ganz furchtbar. Zum Glück habe ich den Flo kennengelernt, der heißt Verführt, ist schon ein bisschen besser. Ja, das finde ich, das hört sich auch ein bisschen teurer an, finde ich. Mhm. Weil ich jetzt wahrscheinlich auf den Sack kriege, aber meine bessere Hälfte heißt nämlich auch Schmidt. Ja? Scheiße. Ich habe als erstes mal gesehen, habe ich gesagt, ich schaff's nicht. Wenn wir irgendwann mal heiraten sollten, Sebastian Schmidt, ich habe gedacht, ich gehe ein, ne? Dann lieber zelten auf Usedom, also. Du bist echt der Knaller. Ja, wir können aber auch nicht alles umlabeln, ne? Nee. Wir müssen bei Böhm bleiben. Ja, auf jeden oder Fall. Oder Böhm Schmidt-Kleber drunter. Nee, auf keinen Fall. Das aber er hat Verständnis dafür. Das wird ja nicht wahr, okay. Ach, wie süß. Wie lange seid ihr schon zusammen? Zu lange, wenn du mich fragst. Nein, geht nicht. Ich bin schon 17 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das ist lange. Sie sieben. Oh Gott, ich krieg sieben? So Ärger. Jetzt, warte mal. Das ist aber auch schon lange, sieben ne? Sieben oder acht. Monate? Jahre. Tage? Jahre, ne? Ja, ja. Ach Gott, wie schön. Aber wir sind halt total irgendwie open-minded und so. Und wir haben auch keine typische Beziehung. Wir sind sehr cool. Und wir haben jetzt auch nicht diese, wie andere Pärchen, so, dass wir müssen jetzt sonntags zusammen was erledigen oder irgendwie so. Weißt du, wir sind so cool down miteinander. Das erleichtert alles ein bisschen. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen will, ich will mit mir nicht zusammen sein. Nee. Auf keinen Fall. Oh ich glaube, ich bin sofort, der schlimmste Partner. Ich würde sofort mit dir zusammen sein. Ja, denk sein aber nicht, dass wollen. Ich hier jeden Morgen die Haare kämme. Das fällt aus. Was denkst du, wie guck dir meine, ich bin. Guck mal, da brauchst ich du nichts ganz, machen. Ich sehe immer so aus. Nee, so. Ich bin ganz faul, wirklich. Außerdem, guck mal, ganz ehrlich, ne, du brauchst doch nicht kämmen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Haare zurückgehen, Zopf. Das ist ja auch immer, wenn ich weggehe am Wochenende und versuche, sexy auszusehen, dann mache ich einfach meine Haare nass. Gele die zurück, in Zukunft natürlich nur noch mit deinem Gel und deinem Schaum, mach Haarspray drüber und fertig ist die Laube. Ja, ja. Und das war's. Aber dieser Look, dieser Wet Look, der ist übrigens kreiert worden in den Ende der 80er Jahre von Linda Evangelista. Die hatte das war das erste Model, bevor sie die kurzen Haare hatte und dann von Karl nochmal entdeckt wurde, dass sie so gegelte Haare hatte und hinten so Wellen. Das ist der Shit jetzt wieder. Mhm. Ich habe jetzt den Tag gesehen, wie heißt sie? Ich vergesse ihren Namen, Mensch. War auf der Met Gala mit Glatze und silberner Glatze aufgesprüht. Wie heißt dieses Model mit den ganz dicken Augenbrauen? Die letzte, bevor Karl gegangen ist.
Cara Delevingne. Genau, 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 Delevingne. Danke Regie für die Hilfe. Ja, genau, die. Ich habe gerade, ich saß voll auf dem Schlauch. Die hat es jetzt gerade wieder, diese gegelten Ansätze und ich liebe es. Ich liebe es, weil es so outstanding ist und es ist so einfach und es sieht so unique aus und es sieht so wogig aus. Mm. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen. Übrigens mit dem Haarwachs, mit der Haarkur. Kriegt ihr nämlich genau mit den Produkten von Sebastian Böhm spielend hin. Also Sebastian, in der nächsten, in deiner nächsten Live-Sendung kannst du das ja nochmal aufgreifen. Ne? Den Look erklärst du nochmal, weil wir müssen jetzt leider Feierabend machen. Es tut mir leid, liebe Regie. Aber ich könnte nämlich noch viel, viel länger mit Sebastian sprechen. Ich glaube, wir könnten wirklich tatsächlich 2-3 Stunden füllen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich könnte wirklich mit mir die ganze Zeit weitersprechen. Ich wünsche dir erstmal noch einen ganz schönen Sonntag. Genieß ihn mit deinem Partner zusammen oder bei jeder Routine oder was du heute noch Schönes vorhast. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle noch am Gewinnspiel teilnehmt und dieses wunderbare Package abräumt. Also, schreibt unten noch rein, was ist eure Haarroutine, die ihr jeden Morgen nämlich als allererstes macht. Also, wir sind gespannt. Und ich danke dir und ich sehe euch nächste Woche wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.